Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch recht herzlich zurück hier zur Runde 2 unseres kleinen schönen Streams gegen die Einsamkeit an diesem wunderschönen Mittwochabend. An dieser Stelle muss ich noch ganz wichtig Tessie grüßen. An dieser Stelle auch herzlich willkommen bei unserem Stream gegen die Einsamkeit und auch dir, frohes Neues. Ich hoffe, bist gut gerutscht, um deine Frage zu beantworten, ob du mich vielleicht verärgert hast und ich dich deswegen nicht begrüßt habe. Nein, es kommt manchmal vor, dass man einfach etwas übersieht, wenn der Chat so durchballert, aber ich glaube, mich hat es noch nie jemand geschafft, wirklich richtig zu verärgern, seitdem ich dieses Hobby hier ausübe. Außer Bots und Spammer natürlich, aber sonst, okay, und die gute Dame, die Sojiron hier die ganze Zeit mit ihrem Dudenwissen genervt hat, die hat mich auch echt verärgert. So sehr, dass ich sie jetzt wirklich gesoftbannt habe. Nein, alles so chillig, da alle deine Untertanen gehorchen aufs Wort. Aufnahme gestartet, Hahn aktiviert, check und check. Ich sollte so zwei Lampen irgendwie einblenden, oder? Hahn, check. Und Schatzi hatte gerade noch die gute Idee, wenn der Hahn kräht, nicht nur, dass wir den Sound wieder reinballern, Leute, wir machen so eine coole Animation. So ein Hahn, der dann kommt oder so. Oh mein Gott, ich drehe jetzt richtig auf dieses Jahr. Dieses Jahr wird mein Twitch-Jahr, ich sag's euch, wird richtig steil gehen. Geht richtig steil. Wir werden die technisch auffahren, das ist nicht mehr normal. Schatz als mein, wie heißt das? Wie heißen die Typen, die immer hinter einem stehen und so, einem das ganze Geld abziehen und ein Manager, mein Manager. Schatz ist mein Manager. Regel das. Oh, jetzt bin ich einfach hier hochgelaufen, was ein bisschen dumm war, weil das wollte ich gar nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ah, Redi, geh Redi los. Hier, Race Fox. Ich glaube, dich habe ich vorhin auch nicht gegrüßt. Grüße gehen raus an Razy. Den Namen habe ich doch auch vorhin noch einmal irgendwo gesehen. Den Grüße gehen raus an Razy. Ah, oh, Mist, ey. Ich habe gehofft, ich schaff's. Ist er jetzt tot da oben? Und auch alle anderen, die ich vielleicht nicht namentlich erwähnt habe. Ihr wisst, dass ihr alle gegrüßt und euch umarmt fühlt. Vor allen Dingen die stille Mehrheit. Oh, hallo. Guck mal, da kam der angerannt, aber nee, ist nicht Bruder. Oh, ich weiß auch noch, keine Sorge, ihr müsst mir es nicht sagen. Ich weiß, dass ich den Käfer... Hoppala, das war nicht so gut. Dass ich den Käfer gleich noch eben umbringen muss, ne? Oh, warte, er ist das hier. Hatten wir schon das Thema nach Länge heute geklärt. Ich hatte es ja schon angekündigt auf dem Discord. Heute wollen wir wieder bis 23 Uhr machen, ne? Der erste Stream im neuen Jahr, der muss auch schon mit Tatendrang und so, muss ja richtig abgehen. Das ist wichtig. Hinter jedem starken Blaufuchs steht ein starker Gelbfuchs. So ist es wohl. Razy, ihr holt die mit dem Traktor ab. Ja, so machen wir das. So. Bam. Ah, das wird mein Jahr, sag's euch. Ich muss ja direkt mal fragen, so in die Runde. Gibt es irgendwelche Spiele, wo ihr euch dieses Jahr mega drauf freut? Gibt es was, wo ihr auf 2024, wo ihr guckt, wo ihr sagt, da freue ich mich richtig drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Leider kenne ich das Lied. Ich glaube, ihr müsst mich abholen. Ich kenne das, glaube ich, wirklich nicht. Das ist ein Hit-Classic Evergreen. Ich glaube, da bin ich raus, Leute. Ich glaube, da bin ich raus. So, Quasimoda. Grüße gehen raus erstmal an Quasimoda. Für den letzten Käfer und ich verspreche, das ist der letzte Ohrwurm. Lock ihn mit Mana Mana. Da kann man auch nicht widerstehen nachzusingen. Okay, ich versuch's mal. Mana Mana. Mana Mana. Wo war der denn jetzt nochmal? Irgendwo an der Mauer. Das Geile ist, ich habe es schon wieder vergessen. Ist es nicht gut, dass ich bereits wieder... Ah, da. Guck mal. Mana Mana. Das war übrigens meine allererste Wackenerfahrung. 2006, als ich das erste Mal auf Wacken war, habe ich bei einem Kollegen mitgecampt und wir sind so getrennt losgefahren. Mein Stiefvater hat mich da hingefahren, da habe ich noch ganz kleine Stöpsel, kein eigenes Auto oder sowas, weit davon entfernt. Bin da mit meiner Reisetasche angewackelt und bin dann aufs Infield gegangen, habe mich da hingesetzt und dann meine Kollegen angeschrieben, wo die denn sind. Wir wollten uns da gemeinsam zeitlich treffen und dann schrieben die, ja, wir sind im Stau, dauert noch 8 Stunden. Ja, geil. Dann saß ich da mit meiner Tasche 8 Stunden lang rum und bin dann aus Verzweiflung auch mal ins Dorf gewandert. Und im Dorf war dann so ein Typ, der ist in so eine Papiertonne reingestiegen und war dann in der Tonne drin und hat dann aus der Tonne raus immer geschrieben, Mana Mana, und dann ging die Deckel auf, Badipidipi und so ein Scheiß. Es war grandios. Das war meine erste Wackenerfahrung, es war wunderbar. Hat sich eingeprägt. Sessi schreibt, ich hoffe darauf, dass Coral Island so geupdatet wird, dass es wirklich 1.0 ist und nicht wie jetzt Early Access, das als 1.0 bezeichnet wird. Oha, ich habe mir das im Steam Sale geholt, weil ich dachte, das wäre perfekt fürs Stream Deck. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich aber Harvestella oder wie das heißt, mal daddeln wollte. Das ist das Ding von
Square Enix, was auch so ein bisschen Monsterkloppen, aber auch Harvesten ist. Also ist irgendwie so Harvest Moon im Final Fantasy-artigen Universum. Habe ich das jetzt ein bisschen gespielt? Oh. Ashley! Solch Dummheit, Mr. Kennedy. Mr. Kennedy! Lord Sackler ließ Ihnen seine Gnade zuteil werden. Doch du Rätsel sind... Gut so. Beschäftige ihn noch ein bisschen. Trudong! So. Okay, dann gehen wir wohl hier weiter. Was sollen wir tun? Krauser folgen. Okay, das historische Atrium, wo wir keinen Kampf drin gemacht haben, geht's nicht weiter. Wir gehen hier lang. Okay. Krauser ist im Besitz des Bernsteins. Und wieder enttäuscht du mich. Ich hole ihn zurück, keine Sorge. Das hoffe ich. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Verstanden. Der Klient ist König. So ist es, Kunde ist immer König. Hochelachollo. Ja, ich habe das Gefühl, hier sind Leute, ne? Aber hier ist auch eine Schreibmaschine, das ist ja schön. Brauche ich diesen Biosensor? Ach, ist ja auch egal, ich habe genug Platz. Ich habe so wenig Zeug momentan. Da können wir mit dem Biosensor auch noch rumlaufen. Vielleicht brauchen wir den ja nochmal. Kann ich den aber jetzt erstmal wieder abschrauben? Ich habe nämlich Hoffnung, dass wir diese Biester nicht sehen. Also diese Gegner, mit denen, wo wir den Biosensor brauchen, wo man aus deren Körpern was rausballern muss. Ich hoffe, wir sehen die einfach nicht. Deswegen würde ich jetzt das Zubehör erstmal wieder aufs Zielfernrohr ändern. Sollten die doch kommen, können wir ja jederzeit noch ändern. Okay, ich habe eine Frage. Wie schmeckt dein Sushi? War das der? Ja doch, Sushi ist der richtige Begriff. Und wie viel ist es? Ich habe noch nicht in den Discord geguckt, aber ich bin echt neidisch und neugierig. Hallo! Impossible! Komm, komm! Oh, zu langsam! Oh, nein, nein, nein! Jetzt nochmal, komm! Impossible! Oh, 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 hallo! Oh, daneben! Muss das ein bisschen üben mit diesem Geschieße, ne? Ist nicht mein Ding, dieses Geschieße. Das ist einfach nicht meine Welt, ne? Ich mag es eher ruhig und entspannt. Oh, ich höre einen Schatz. Ich habe ihn gehört. Hallo! Na, es geht! Zack, kleinen Tritt in die Fresse rein, ne? Oder nochmal so einen kleinen Nackenschuss. Na doch nicht, ich warte, bis er steht. Komm. Komm. Tschüss. Es ist quasi weg. Oh, warte, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Nein, schaffe ich nicht mehr. Wobei, jetzt hat es doch sehr lange gedauert. Ja, geht ja noch. Das sind nur die einfachen. Die mit den Gesichtern, die einem das Gesicht wegessen, das sind die gefährlichen. Wenn du ruhig und entspannt magst, ist Coral Island was für dich. Dann sollte ich das vielleicht doch mal ausprobieren. Aber jetzt spiele ich erstmal Harvestella. Da habe ich jetzt mit angefangen. Das ist so perfekt für nebenbei. Da kannst du immer rein und raus droppen. Aber dann habe ich Final Fantasy VII, das Remake, nochmal wieder angefangen, weil Schatzi das auf dem Steam Deck durchgezockt hat. Und da jetzt ja bald der neue Teil rauskommt, das ist eigentlich, glaube ich, das, worauf ich mich momentan dieses Jahr bis jetzt am meisten freue. Dachte ich mir, kann man sich nochmal wieder ein bisschen reinarbeiten. Taschenuhr. Ums. Okay. Weiter geht's. Everybody, everybody cries, everybody. Da kamen wir wieder her. Und Coral Island ist Commitment. Das dauert schon etwas. Ja, Commitment ist irgendwie bei mir in meinem Leben inzwischen wirklich schwer. Ich habe nicht mehr wirklich Zeit. Ich muss jetzt erstmal bald mal wieder eine Runde Guild Wars starten. Da kam jetzt ja auch schon ewig nichts mehr, aber ich kam auch einfach nicht mehr dazu. Dann haben wir auch noch Tears of the Kingdom. Da glaube ich, das wird mich das ganze Jahr noch verfolgen, das Game. Ich habe ja immer noch nur zwei Völker gesehen. Zwei Völker. Nicht mal die Hälfte aller Völker habe ich schon gesehen. Okay, doch, die Hälfte, genau. Die Hälfte der Völker habe ich gesehen. Zwei erst. Von vier.
Leider füllt Sushi sehr schnell den Magen. Könnte das ansonsten dauerhaft essen. Das liegt an dem ganzen Reis, den man sich da reinpumpt. Aber ich könnte auch dauerhaft Sushi essen. Also zumindest öfter mal. Wir haben schon ewig kein Sushi mehr gegessen. Ich bin schon fast so weit selber. Wir haben einen sehr guten Fischladen bei uns. Vielleicht könnte man sich da coolen Fisch organisieren. Muss einfach selber machen. Aber dann kommt wieder meine Faulheit, wo ich mir dann sage, hier ist eine blaue Lampe. Versuche mich zu erinnern, was das zu bedeuten hatte. Wir werden es rausfinden, Leute. Entweder fährt da einer Motorrad oder der Kettensägenmann kommt. Aber ich glaube, da ist einer mit dem Boot weggefahren. Das ist die Jetski. Wir sind hier in der Jetski-Höhle. Hier sind wir. Witzig. Nochmal nachchecken. Okay. Witzig. Wegen... Oh, warte. Erstmal den Chat. Alter, ich bin heute einfach... Erstmal einen Schluck trinken. Wollte ich auch mal sagen. Prösterchen, Leute. Erstmal was trinken. Mist. Suchst du was? Kapitel beendet. So, dann wollen wir erstmal speichern. Hoffen, dass das Spiel nicht abstürzt, ne? Man kennt's. Düt. Aber das seitdem ist einmal passiert, ne? Hogwarts Bootshaus. Da ist Shimura auf jeden Fall drin. Jetzt ist er wieder da. Gut, Leute, seid ihr bereit für den nächsten Part? Ich bin aufgeregt, wie es weitergeht. Der schwarze Schmetterling. Auf Hogwarts Legacy auf der PlayStation freue ich mich. Aber das ist ja schon draußen seit letztem Jahr, oder nicht? Also auch die... Oder ist die PlayStation 4-Version noch nicht draußen? So, Füchschen, ich versuch's nochmal. Für nicht fluchen passt aus Gothic 1, dann kriegst du volles Pfund aufs Maul. Ja, Gothic 1-Sounds kommt man nicht so einfach ran. Gothic 3-Sounds, die kannst du einfach aus dem Game raus extrahieren. Dann hast du da einfach einen Ordner mit 48.000 Soundfiles. Bei Gothic 1 ist es leider etwas schwieriger. Also ich habe noch keinen Weg gefunden, wie man da so normal rankommt, ohne es im Game zu capturen, wo du dann aber auch den ganzen Drumherum-Sound mit am Start hast. Aber wäre ein guter Sound. Das Wasser sieht jetzt ja nicht so toll aus, ne? Als wir da gerade nah dran waren, war okay, aber das hier sieht jetzt... Naja. Oh, wir dürfen wieder nicht fluchen. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Die Frage ist, hast du... dich verändert, Ada. Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Da hat sie mein AirTag dran geknallt. Da hat sie ihn einfach ein AirTag dran geballert. Das kenne ich doch schon. Irgendwie verwirrt mich das Game. Herr Ballist, ich erkläre es dir gleich. Das ist ganz spannend. Pass auf. Aber wir müssen kurz das abwarten. Oh, da ist dieser geile Stab von ihm. Bäh. Auf wen hast du es diesmal abgesehen?
Mich oder Saddler? Das liegt ganz bei dir. Planänderung. Das heißt, wenn du einwilligst. Sollte mich etwa beeindrucken? Interessant. Okay, bin dabei. Kostet dich aber extra. Kluge Entscheidung. Ich schick dir die Koordinaten. Und vergiss nicht, ich mag es nicht zu. Warten, ich weiß. So, Herr Ballist. Das wird ein weiter Weg. Ein sehr weiter Weg. Ich hol dich kurz ab. Du hast ja schon Resident Evil 4, das Remake hier bei uns gesehen, mit uns gemeinsam. Und da haben wir als Leon Kennedy ja einmal die Story durchgespielt. Während wir mit Leon gespielt haben, ist uns ja diese gute Dame hier, gute Ada, immer mal wieder entgegengekommen oder ja, wir haben sie getroffen halt zeitweise. Und jetzt spielen wir im DLC die Geschichte von Ada. Das heißt, wir sehen jetzt quasi all das, was sie erlebt hat, und deswegen treffen wir gelegentlich auf Leon und an diesen Momenten, wo die beiden sich getroffen haben und ihre Geschichten somit sich überschneiden, da siehst du natürlich Dinge, die dir bereits bekannt sind. Ja. So läuft das jetzt hier. Ah, wie in Teil 2. Nicht ganz, weil ich glaube, in Teil 2 spielst du ja entweder den einen Charakter oder den anderen Charakter und dann jeweils das Spiel komplett durch. Die haben auch kurze Überschneidungspunkte, vor allem ganz am Anfang, glaube ich. Aber ja, es geht in die Richtung. Ne? So. So. Jetzt geht's los. Was müssen wir machen? Zur Funkzentrale gehen. Okay. Ach, endlich kommt die hier wieder. Na? Ja, gut. Wir müssen nicht miteinander sprechen. Ne? Du kannst auch einfach wegwandern. Ist okay. Oh, jetzt hat er es gemerkt. Hat aber gedauert. Ja, komm. Im Treffen habe ich das heute irgendwie nicht so. Komm, schnell. Komm. Kommen ja noch mehr Nasenbären. Warte, dann nehmen wir mal die Shots hier. Komm. Das dauert mir sonst einfach zu lange mit euch. Ihr haltet zu viel aus. Bam! Und da sind sie auch schon tot. Oh, nee, da lebt noch einer. Bist du jetzt tot? Ja. Okay. Okay. So. So, Giron, aber dann ist das DLC auch bald durch, oder? Das kann ich nicht so genau sagen. Da müsstest du mal den Gelbfuchs fragen. Der kennt sich da so grob aus. Aber es fühlt sich so an, als wären wir schon ein gutes Stück weit. Wir sind auf jeden Fall doch jetzt schon auf der letzten Insel. Aber ich weiß halt nicht, was Ada hier noch alles gemacht hat. Deswegen kann das durchaus sein, dass sich das noch ein wenig zieht. So, hier noch irgendwo irgendwie was. Man kann da hoch. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Wir müssen entweder da hoch oder wir gehen außen rum. Ich glaube, wir gehen erstmal außen rum, einfach nur des Lootes wegen. Laufwuchs beim Händler dran denken, dein Upgrade-Ticket zu kaufen. Okay. Was soll ich denn am besten upgraden? Pistole? Weil ich die am meisten benutze oder irgendwas anderes? Was ist das? Ich dachte gerade, hier liegt ein Raketenwerfer rum, aber es ist einfach nur eine Schaufel. Das war jetzt bitter enttäuschend, muss ich sagen. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Ist das hier die Stelle, wo der Helikopter war? Oh, moin. Hier geht's auf jeden Fall rein. Das scheint optional zu sein. Ich ahne, dass das ein optionales Ding ist, wo man optional gegen Leute kämpfen kann. Habe ich recht? Oder auch nicht? Warum geht das wieder zu? Pistole, Shotgun, TMP ist alles gut. Würde wohl Pistole nehmen, die benutzt du ja am meisten. Ich hatte die Shotgun damals genommen wegen des reinen dollen Schadens. Oh, moin. Bei euch nehme ich tatsächlich mal jetzt wieder meinen guten Freund die Schotze. Hallo! Ui, du bist ja richtig zerekelt. Na? So, den Rest mache ich aber so.
du einen Helm an? Ah ne, du hast eine Rüstung. Witzig. Okay. So, erstmal umgucken hier nach Loot. Loot und alle möglichen Pistolenmunition. Schon mal durchladen. Wie sieht's damit aus? Das ist okay. Die Shots dann nochmal wieder durchladen. An die Schätze denken. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich gehe nochmal erstmal das Gebiet ab und dann gucke ich mal mit M noch einmal. Dass wir da nichts übersehen. Da zum Beispiel ist noch ein Kistchen. Mit einem Rohkristall. Sonst ist hier nichts mehr drin und dann können wir... Oh, wir mussten hier wirklich durch. Es ging gar nicht anders. Na gut. Ist dann hinten noch was in dem anderen Raum? Dann würde ich einmal nochmal kurz rausgehen und auf der anderen Seite in den Raum einmal noch reingucken. Also ich nehme den großen Bärenstein. Reicht mir als Schatz, schreibt... Okay. Oh, Kuren haut 20 Euro raus. Kuren, danke für deine Donation. Das ist übrigens die erste Donation. Wahnsinn, das funktioniert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Danke, Kuren. Du hast die Donation-Gedönse mal getestet. Ja, Kuren hat jetzt gerade das Spendenglas entdeckt. Ich habe ja schon immer Kofi am Start, aber der Nachteil bei Kofi ist halt... Also, nein, Nachteil. Ihr könnt halt keine Nacht oder sowas mitsenden. Und bei dem anderen geht das. Ist ja witzig. Danke, Kuren. Vielen lieben Dank. Das reicht auf jeden Fall für einen leckeren, köstlichen, wunderbaren... Rest des Ding? Hamburger Speicherstadt-Kaffee. Hashtag not sponsored. Aber Hashtag geiler Kaffee. Ja, Wahnsinn, Kuren. Danke dir. Ich hatte... Du siehst, ich hab aber... Ich sag ja. Ich bin ein richtiger Profi, werde ich. Das ist unglaublich. Ich freue mich heute selber, dass alles so gut funktioniert. Bis auf meinen Wassermarsch. Das ärgert mich mit meinem Timeout, das ich vergessen habe. Das ärgert mich. Das zieht mich runter. Warte, jetzt komme ich nicht mehr mit. Ich habe hier auch so ein paar Dialoge zwischen dem schwarzen Schmetterling und Sassy und Ruby Puvi gesehen. Es wurde über die Verlassung gesprochen, dass die Verlassung eingeleitet wird, aber dass der Fuchsbau, den kann man Sassy nehmen, aber dann doch nicht. Ich hoffe, ihr bleibt alles schön, schön hier. Im Fuchsbau ist es warm, gemütlich und weich und kuschelig. Wisst ihr Bescheid. Okay, haut erstmal was trinken raus. Und damit haben wir die Frage beantwortet, ob erstmal was trinken funktioniert, während das andere läuft. Das geht nämlich nicht. Das ist erstaunlich. Also theoretisch wird beides gehen, aber es funktioniert tatsächlich nicht mit diesem Points-Ding. Der kann immer nur eins auf einmal, so wie sich das wohl darstellt. Das ist bedauerlich. Erstmal einen Schluck trinken. Und das kommt dann danach. Ist ja witzig. So. Okay, jetzt haben wir das. Ich gucke nochmal auf die Karte. Jetzt müssen wir hier unten rein. Düdendü. Okay. Oh, eine schwere Granate. Oh, oh, oh. Hier heben wir uns für den Endboss auf. Ich höre schon wieder einen Schatz. Ich kann ihn schon wieder hören. Das ist so eine Lampe. Kommt irgendwie rein? Ja, yeah. Da ist ein Button. Ein sogenannter Button. 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 Okay, ich guck mal eben gerade, was wir so wieder alles herstellen können. Ah, nein! Jetzt habe ich das benutzt! Oh, nee! Er hat mich verdrückt. Oh, zum Glück habe ich wieder Fluchen. Ein Glück. Verdammt Scheiße, er hat mich verdrückt. Ich wollte das nicht benutzen. Ich wollte das... Gibt's hier nochmal so einen Undo-Knopf oder sowas? Kann man was undoen? Also, wenn ich beim Fluchen verkacke nächstes Mal, dann zählt das schon mal als meine Strafe, okay? Ist das okay? Können wir das verrechnen? Frag für einen Freund. Oh, unglaublich. Da ist mir der Finger ausgerutscht. Da bin ich mit der Maus ausgerutscht. Wisst ihr, da gibt es auch so Politiker, denen das manchmal passiert. Wo ist jetzt der Button? Ich muss doch hier so einen Button drücken, oder nicht? Button, ne? Nee? Ah, die sind nur Optik. Ich dachte, ich darf auch einen davon drücken. Darf ich nicht. Mann! Das ärgert mich jetzt aber. Vor allen Dingen Heilung, weil das was ich ja so gar nicht brauche. Kann es sein, dass dir ein Anhänger fehlt? Ein Anhänger? Wie meinst du das? Du musst mich aufklären. Was für ein Anhänger? Wo kann ich das raussuchen? Hashtag Maus ausgerutscht. Ja, Sassy weiß Bescheid. Oh, moin. Mach mal Nahkampf. Bam, dann treffen wir nämlich beide. Ja, da guckt ihr. Warte, jetzt kriegt ihr doch schön mit der Shots einen in den Bauch. Oh, der lebt ja immer noch. Der eine lebt noch. Unglaublich.
Alter, was fällst du aus? Die mit den leuchtenden Augen, die sind stabil, ne? Wolf Gaming, sitzt du seit einer halben Stunde oder so an einer Mission von The Plague Tale Innocence? Endlich habe ich es rausgefunden. Ja, grazie, Junge. Ist jetzt Plague Tale Innocence der zweite Teil oder ist das der erste? Bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich habe nur den ersten gespielt. Der war toll. Und den zweiten haben wir eigentlich auch noch auf der Liste. Also der muss eigentlich auch noch gemacht werden. Hier ist nichts mehr. Schatz schreibt, das ist nur ein Anhänger an deinem Koffer. Sollten aber zwei sein. Einmal das für die Schulde. Und einmal das für den Nahkampf. Was ist denn die Schulde? Kratz? Wien? Nee, einfach nur Kratz für Gratulation. Aber Wien ist auch schön. Salzburg? Mozartkugeln? Keine Nachtmusik? Schilde. Das für die Schilde habe ich ja. Ich habe gerade anstatt gelbes Kraut, geiles Kraut gelesen. Alter, ich glaube, es ist soweit. Ah, ich kann jetzt hier aber die Anhänger nicht editieren. Ne? Das kann ich nur, nur in dem Koffermodus machen. Dann machen wir das, wenn wir das nächste Mal beim Speichermann sind. Jetzt kann ich eh nichts dran ändern. Linz? Linzer Schokolade, das kenne ich, glaube ich. Ah, guck mal, hier ist der Kran. Leute, der Kran. Erinnert ihr euch noch? Hier hatten wir einen wunderschönen Kampf. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Der Kran. Das ist doch... Aber so einfach werden cool. Rufi Pufi, das ist doch kein richtiges Deutsch. Da steht nicht im Duden drinnen, ne? Ich möchte bitte, dass hier vernünftig gesprochen wird. Oh Mann, Alter. Ey, ohne Spaß, hat mich nachhaltig verändert. Das war... Das hat mich echt nicht losgelassen. Aber es kam leider keine Antwort mehr. Oh, ein grünes Kraut. Achtung, jetzt aber aufpassen. Herstellen. So. Unglaublich. Unglaublich, wie man auch auf die Idee kommt, einfach mal irgendwelche Leute random anzukacken, die man gar nicht kennt. Also reg ich mich immer noch auf. Ohne Spaß. Das hat mich wirklich... So, die Frage ist, was machen wir denn jetzt am besten? Ich mach nochmal Pistole. Ich weiß, dann werden jetzt einige meckern, aber hilft nichts. Und dann mach ich nochmal MP, die ich so selten benutze. Passt die Sache erstmal. Okay, dann erstmal hier noch looten. Jetzt erstmal nicht. Ich muss gleich erstmal zum Laden, Leute. Was ist hier denn los? Sprengen die hier schon rum? Hör ich hier noch einen Schatz? Ne, hier nicht. So, dann gucken wir jetzt erstmal. Ja. Spinels gehen raus. So, guten Tag. Laufuchs, mein Name. Ich habe das eben hier geregelt. Gib mir die Spinels, ja. Erstmal tauschen. Ich möchte jetzt gerne, bitte... Einmal das Upgrade-Ticket. Mein Rücken bringt mich um. Ja, das Problem kenne ich. Schon entschieden, welche Waffe du damit aufpolieren willst? Okay. Sag Bescheid, wenn du fürs Tuning bereit bist. Ist das das Upgrade? Das kostet auch noch Geld. Dein Ticket, stimmt's? Das kostet auch noch Geld. Such dir eine Waffe aus. Ich kümmere mich um den Rest. Unglaublich. 60.000 gehört das Spezial-Upgrade. Das ist jetzt ja die Frage. Ich glaube, ich nehme aber echt die Pistole, oder? Ich nutze die schon viel. Man könnte auch die Schotze nehmen, aber nee, ich nutze die Pistole. Jetzt verkaufen wir erstmal. Wir haben eine Taschenuhr, wir haben einen Götzen, wir haben einen Rohkristall, zwei Seidenkristalle. Bringt dir dein ganzer Krempel hin. Da hast du recht. Ich werde die Pistole nehmen und werde die einmal upgraden. Ja, komm. Ja, machen, bevor ich mich umentscheide. Du kennst dich aus. Gut. Dann. Auf jeden Fall die Schotze nochmal erhöhen. Aber erstmal gucken, was ich kaufen kann. Warte, bevor ich da wieder irgendwas vergesse. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Ja, schwere Granaten brauchen wir nicht. So, bevor wir weitermachen. Ich gucke jetzt erstmal hier bei Kofferanpassungen. Ich habe den hier. Ah, da kann Gegner in den Schild reißen. Wo ist denn der andere? Ist weg. Oh, doch, den da. Das ist ein Wappen. Das wird wohl irgendwie anders rangeklebt oder so. Das sieht man nicht als baumelnde Figur, falls du das meinst, ne? War das gemeint oder meinst du ein anderer? Hm. Geld oder Ticket. Ah, da habe ich ja doch kein Geld ausgegeben. Das ist ja gut. Laufuchs. Und nicht den Anhänger vergessen, schreibt dir der schwarze Schmetterling. Also jetzt die Frage, meintest du jetzt den da? Das Illuminados Wappen oder fehlt da noch ein anderer? Weil dann fehlt der, dann habe ich den nicht. Oder er ist verschwunden. Man weiß ja nie. Wie soll es auch anbringen? Es ist doch angebracht, oder nicht? Ach so. Ah. Ach so. Oh Gott. Ja, Leute, ich gehe offline für heute, ne? Also, ich habe heute schon zu viel Peinliches erlebt. Das reicht langsam.
glaube, für heute ist mein Peinlichkeitsdödelings. Also wirklich, mein Dödelniveau ist einfach zu groß. Heute geht gar nichts, aber ich schieb das mal darauf, dass neues Jahr ist, ne? Ich kann es jetzt nicht mehr auf die Lungenentzündung ziehen, die ist schon zu lang her, aber neues Jahr und so, man ist noch nicht wieder warm gespielt und so. Man kennt das doch, Leute, ihr kennt das doch auch. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein absoluter... Wie heißt das? Depp bin? Nein, nein, das ist es nicht. Jetzt lass mich nochmal gucken, ich habe hier zwei so eine Messer. Ach komm, die behalten wir trotzdem. Es lohnt sich nicht, irgendwelche Messer zu verkaufen. Willkommen. Warte. Ich wollte hier nochmal hin. Ich springe heute durch die Menüs wie so ein Irrer. Ist echt wahr. Edelsteine einsetzen, denn ich glaube, wir kriegen das hin. Und wir müssten jetzt hier komplett unterschiedlich haben. Fünf unterschiedliche. Verdammt, uns fehlt ein blauer. Uns fehlt ein runder blauer. Sonst haben wir alles. Ein runder blauer fehlt uns. Vielleicht können wir den aber für so ein Spinell einkaufen. Das würde ich sogar machen. Das würde ich sogar machen. Ohne Spaß. Jo, komm, da gebe ich jetzt sogar zwei Spinell für aus, weil ist mir egal. Ich brauche die ja sonst mehr für nichts mehr, die Dinger. So, dann hier hin. Jetzt Krone. Jetzt Achtung, jetzt hoffe ich, ich habe das richtig gemacht. Wir brauchen jetzt erstmal so ein grünes Ding. Dann ein blaues Ding. Dann ein lilanes Ding. Einen roten. Oh, Kacke, habe ich was falsch gemacht? Ja, uns fehlt noch was. Moment, was fehlt denn? Ach nee. Warte, zurück. Dann kommt hier rot hin. Kann ich nochmal zurück? Zurück. Zurück. Ich will den roten wieder raus haben. Edelstein entfernen. Der rote. Nein, nicht alle. Oh Mann. Nochmal. Wir brauchen den grünen. Dann brauchen wir den blauen. Dann brauchen wir den roten. Dann brauchen wir den gelben. Und dann den lilanen. So, guck mal. Habe ich noch selber gemerkt, ne? Juhu. Oh, Glück gehabt, du. War auch knapp jetzt, ne? Heieiei. So. Da lacht er sogar selber, weil er das witzig findet, ne? So, raus damit. Bitteschön. Ich brauche zwei Messer. Nee, das passt schon. Okay. Dann lass mal eben gucken. Wir könnten hier nochmal raufpimpen. Hier sind wir richtig ungepimpt. Pimpen. Pimpen. Probier mal, ob's passt. Pimpen. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. Fremde. Mehr Pimperei ist erstmal auf nicht drin. An. Wirst schon, ich halte die Augen nach Waren offen, die du gemacht. Oh, Xoxiron, hui, das ist Advanced Level. Dankeschön, Dankeschön. Man nennt mich auch nicht umsonst den Pro-Gamer-Fuchs. Ne? Ich bin aufgewachsen in einer Familie von Pro-Gamer-Füchsen. Wir sind weit hinaus über die Welt bekannt. Also, glaube ich, habe ich mir sagen lassen. Hat meine Mutter immer erzählt. Die war immer stolz auf mich. Und meine Mutter würde mich niemals anlügen. So, ist alles durchgeladen, bis auf die Schotze. Und dann kann es weitergehen. Den gelben. Und den roten. Schatz, wieder am Verzweifeln. Okay, kann weitergehen oder was? Wir haben alles gemacht, ne? Ja, was müssen wir jetzt machen? Ne, das ist doch was. Ah, ist hier drüben. Zur Funkzentrale müssen wir immer noch. Okay, Leute. Also, wir haben nur eine halbe Stunde bis zur Pause, ne? Nicht ganz. Moin, hallo. Ah, du hast aber einen schönen Kopf, hast du. Bist du jetzt tot? Das ging schnell. So war der, er so einen lustigen Kopf auf. Oh, ich habe E gedrückt, aber halt irgendwie nur einmal und das hat irgendwie nicht gereicht. Oh, moin, kann ich mal eben vorbei? Dankeschön. Oh, ich habe keine Munition mehr. Meine Shots ist leer. Jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Uhuhu. Dann würde ich doch jetzt mal fürs gute Gefühl eine Granate schmeißen. Dankeschön. Lebt der Dicke immer noch? Ich könnte mich jetzt erstmal. Oh, das ging daneben. Oh, warte, warte, ich habe eine Idee. Cool. Habt ihr gesehen, wie ich die Umgebung genutzt habe? Wie so ein sogenannter Pro-Gamer. Du lebst ja als noch. Junge, du bist ja noch gar nicht tot. Was passiert denn jetzt? Warte mal. Junge, was kommst du denn her? Das ist ja unerwartet jetzt. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Nachladen bitte.
Den habe ich nicht getroffen, glaube ich. Das ging daneben. Glaube ich. Junge, jetzt ist der tot. Komm, dich mach ich auch noch so weg. Also ich kann, komm. Ich will immer, dass einer zerspringt, okay? So. Ich hab wieder irgendwas nicht mitbekommen. Rüste mal dein Kampfmesser aus. Nicht die Stiefelmesser benutzen. Die machen nicht viel Schaden. Okay. Ausrüsten. Oh, okay, alles klar. Das habe ich gar nicht gecheckt. Dass standardmäßig das andere Messer ausgerüstet war. Oh, der Pro geht mal wieder im Start, ne? Läuft bei mir. So. Was haben wir noch? Gelbfuchs hat einfach den Überblick und situational Awareness. Ist bei euch ein bisschen so wie, wenn ich game und Sassy die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil ich mich so professionell anstelle. Aber wir nehmen uns da, glaube ich, nicht viel. Es variiert immer so, welches Game man spielt. Wobei, es geht eigentlich zu. Schatzi hat es generell. Schatzi ist so eher der Typ, der sich in was so richtig rein versteift und dann aber es auch gleich ausmaxt. Bestes Beispiel ist so Final Fantasy X, mein erstes Final Fantasy. Da bin ich durchgerannt, ohne Sinn und Verstand. Hatte natürlich noch nicht so den Plan und habe auch nicht gewusst, dass man da leveln muss. Was denn leveln? Wer levelt denn, Alter? Leveln ist was für Loser. Also bin ich da so durchgerannt und habe es mehrmals geschafft, mich zu softlocken, weil ich dann in Bereiche reingegangen bin, weil ich habe auch immer nur einen Speicherstand gehabt. Warum sollte man mehrere Speicherstände haben? Ist ja voll bescheuert. Und dann bin ich durch halt Points of No Return gegangen und hatte Endbosskämpfe, die konnte ich nicht schaffen. Und habe aber ja keinen Speicherstand mehr gehabt, um zurückzukommen. Und so sah es bei mir dann aus. Und dann musste ich mehrmals von vorne anfangen. Und dann kam der Endboss, den ich auf Teufel komm raus nicht besiegen konnte. Bis ich irgendwann mal, das habe ich immer wieder versucht und immer wieder versucht und immer habe ich es hin nicht geschafft. Und dann bin ich irgendwann mal von der Feierlichkeit ziemlich, sagen wir mal, erheitert nach Hause gekommen. Und dachte mir in meinem fröhlich-dunigen Kopf, du jetzt mal nochmal Final Fantasy, das wäre doch die richtige Idee. Und dann hat es geklappt. Und Schatzi im Gegenzug dazu, der spielt dann Final Fantasy durch, macht sich quasi vorher erstmal Excel-Listen, weil man hat ja sonst nichts zu tun. Und dreht dann beim Spiro-Brett komplett ab und macht dann aus Yuna. Yuna, die bei mir so eine Weißmagierin ist, die so rumheilt und sonst ist sie ganz zierlich. Da macht er dann so eine absolut abartige Schwarzmagierin, die alles wegbumst. Und einfach, er zerstört komplett alles und du guckst dir das an und denkst nur so, so kann man das Spiel also auch spielen. Ah ja, okay, das ist Schatzi. Und das ist ja eigentlich auch so in fast allen Games, muss man sagen. So würde ich das beschreiben, ne? Dass das ist, doch. Da bin ich nicht so. Ich bin eher so der, mal sehen, was machen wir hier? Wie geht das nochmal? Was muss man tun? Das kann man drücken. So gehe ich an die Sachen ran. Manchmal habe ich aber auch Bock, mich richtig rein zu versteifen. Aber da muss das Game auch passen. Manchmal habe ich auch Bock, mal so ein Game so richtig komplett zu zerbumsen. Zum Beispiel Morrowind, da macht das auch Spaß. Da ist Schatzi auch komplett ausgerastet, weil man da mit diesem Magiesystem auch komplett durchdrehen kann. Dieses ist ja komplett offene Sandbox, da kannst du ja machen, was du willst. Da ist ja auch komplett wegeskaliert. Das habe ich dann aber auch hingekriegt. Habe ich mir auch mal ein bisschen eingelesen, was man da alles Schönes machen kann. Aber so generell, so bei Gothic, überlegt mal. Da habe ich das nur mit eurer Hilfe geschafft. Dass wir dann so übel geworden sind. Da habe ich dann auch ein bisschen geguckt und so. Das ging ja dann auch. Aber Elex jetzt auch. Da habe ich am Anfang ganz schön gelitten. Aber inzwischen sind wir bei Elex, also ja, läuft jetzt, ne? Habe ich noch irgendwas vergessen, bevor wir hier durchgehen? Ich will ja keine Klagen haben. Nee, wir können weitergehen. Yuna konnte leider auch bei mir nicht den letzten Boss one-hitten, aber nur, weil der zwei Phasen hat. Richtig übel. Darauf, Prösterchen. Sassy schreibt schon, Gothic ist ja anfangs auch härter als Dark Souls. Es geht eigentlich. Also wenn man das Kampfsystem geschnallt hat und weiß, dass man da, das ist ja damals schon so ein Rhythmus-Kampfsystem mit Blocken und Ausweichen und nach hinten springen. Oh. Nein. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm, wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Für Luis. Oh. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort.
oder das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. You owe me one. Für Louis, ja. Wehe, du stirbst. Okay, weiter geht's. Also auf jeden Fall zum Thema Gothic nochmal zurück. Wenn man das Kampfsystem geschnallt hat und dann auch ein bisschen klarkommt mit dem Nahkampf, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Aber am Anfang, wenn man da das erste Mal reinkommt, Alter, da gibt's halt wirklich volles Pfund aufs Maul. Aber auf dein Maul, ne? Das ist echt so. Das ist auch das, was mich damals ein bisschen abgeschreckt hat. Bis man es dann halt... Ich habe das halt nie richtig verstanden. Sehr viel Marvin-Move war bei mir da am Start. Aber durch euch, habe ich jetzt drauf. Zu. Und freue mich schon auf Runde Nummer 2. Ich habe mich jetzt auch doch dazu entschlossen, dass wir, wenn wir durch sind, doch noch Götterdämmerung und Arcania Gothic 4 spielen. Irgendwie, es ist zwar nicht Piranha Bytes, aber es gehört einfach dazu. Und ich möchte mir das ansehen. Ich will es mir einfach ansehen, deswegen... Geht mir das Herz auf, Fremde. Das freut mich. Wollen wir uns umarmen vielleicht? Wollen wir? Willkommen. Ich habe nur Gutes gehört über Götterdämmerung. Das soll ja herrlich schrecklich sein, deswegen... Irgendwie habe ich Bock drauf. So, erstmal gucken, was Schatz schreibt. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich nicht wirklich Excel-Listen für Final Fantasy erstellt hatte. Naja, also weiß ich jetzt nicht. Du, wenn man schon so in so Webseiten guckt mit Auflistungen von Effekten und was wie skaliert und so weiter, da hat man die Excel-Liste vielleicht nicht selber gemacht, aber es ist schon irgendwie eine Excel-Liste. Irgendwie schon. Immerhin, ich habe mir mal ein Programm geschrieben, um zu ermitteln, wie lange ich noch töten muss, bis ich das nächste Level abhab. Das weiß ich noch. Das war auch ziemlich nerdig. Spiel Arkolos danach. Es ist ein Meisterwerk, also die Total Conversion. Die habe ich auch noch alle auf dem Schirm. Aber erstmal das ganze offizielle Gedönse, bevor wir zu irgendwelchen Mods kommen. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hier so haben. Haben wir noch irgendwas Neues dazu bekommen? Ich finde es etwas erstaunlich, dass jetzt schon wieder ein Händler hier ist. Top-Zustand, das versichere ich. Ich habe ja jetzt nichts eingesammelt, also wir brauchen hier jetzt eigentlich nichts machen. Hey, sicher, dass du das nicht bereust. Ja, ich habe dich lieber ein, so lang. Hab jetzt gerade echt nichts zu kaufen, deswegen, wir speichern jetzt hier nochmal und dann geht das mal weiter. Ja, du kannst. So. Hab gehört, Schmuckkäfer sind jetzt wieder in. Angeblich wirken sie am besten, wenn man sie sich paarweise ansteckt. Glaubst du, du könntest mir zwei besorgen? Einer soll auf der Sezierstation im Trakt 1 sein. Der andere wurde wohl gestohlen. Na, du findest sie schon. Zwei Schmuckkäfer verkaufen. Die Zierstation. Schatz, ich schreibe gerade hier nochmal. Ich bin bei Yuna einfach nur mit dem Freund Speroiden auf das Ende von Lulus Pfad gesprungen und bin den noch einmal rückwärts abgelaufen. So hatte sich das ergeben. War auf jeden Fall am Ende richtig übel. Ich habe nicht schlecht gestaunt, weil meine Yuna war halt eine ganz normale Heilmagierin und bei Schatzi ging es halt richtig steil. So, was haben wir denn hier? Okay, da müssen wir irgendwas einsetzen. Funkzentrale komme ich nur durch dieses Tor. Und damit wird das hat keinen Strom. Kein Strom. Kein Strom. Dann müssen wir jetzt erstmal Strom organisieren. Schauen wir uns mal um. Ist das hier jetzt so ein Ort mit diesen Ekelviechern oder kommt hier dieses gefrorene Ding? Also wenn die das hier nochmal einbauen, dass ich wieder gegen diesen gefrorenen Irren da kämpfen muss, dann ist Schluss für heute. Bitte nicht. Bitte nicht. Notiz eines Wissenschaftlers. Okay, keine Panik. Ich muss mich auf die Fakten konzentrieren. Erstens, die Testsubjekte in der Anlage sind ausgebrochen. Ist schon mal nicht so gut. Das Tor ist zu. Die Stromversorgungseinheit fehlt und ohne kann man es nicht öffnen. Soweit ich weiß, gibt es so eine Einheit im Gefrierhaus. Es ist eine Notstromeinheit für den Fall, dass eins der Testsubjekte außer Kontrolle gerät. Sollte also passen. Nur... Was? Ich bin einfach fertig. Nur, wie komme ich ins Gefrierhaus, ohne dass ich dabei draufgehe? Denk nach. Nicht aufgeben. Denk an deine Familie. Du schaffst das. Für sie. Glaub an dich. Okay. Das sollte helfen. Ekelviecher, schreibt Schatzi. Die Ekelviecher? Also diese Ekelviecher, die Ekelviecher, die ich einfrieren muss, wo ich mit dem Raketenwerfer draufgeballert habe? Oder die Ekelviecher, wo in den Gedärmen Zeug drin ist? Hey, schreibt keine Panik, alles fein. Es kratzt an der Tür und grunzt im Schacht. Nichts kommt zu mir, was mich tot macht. Nee, die Gubbelviecher. Okay. Was? Ich weiß nicht. Ich schraube jetzt mal diesen Sensor auf, weil ich glaube, mit Gubbelviechern ist hoffentlich das gemeint, wo man den Sensor braucht. Hoffentlich. Bitte. Bitte, 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 bitte meine das.
Sonst weiß ich nicht, was mit Gubbelfiecher gemeint ist. Die mit den Parasiten drin, ey. Ich find's geil. Wir reden richtig gut aneinander vorbei. Okay, alles klar. Parasiten. Das geht ja noch. Da habe ich aber, glaube ich, nicht so viel Munition. Ah, 13. Das könnte reichen. Oh, auf die habe ich richtig keinen Bock, ne? Ernsthaft. Wollen wir nochmal eben kurz gucken, ob ich noch was craften kann? Warte mal. Bäm. Hier. Gehen wir mit so einem langen Gewehrpatronen. Dank ihrer speziellen Form fliegen sie... Bitte sei richtig. Bitte nicht. Okay, es ist richtig. Nice. Sehr schön. Das soll reichen. Samira, Grüße gehen Rahmen, Naben, Naben. Auch dir ein herzliches Willkommen hier bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. Ich hoffe auch du oder ihr beide seid gut ins neue Jahr gerutscht. Ich speichere jetzt nochmal, einfach nur, weil ich gerade noch ein bisschen was gecraftet habe und keinen Bock habe, das nachher nochmal zu machen. Tust du dir nicht was Gutes? Ich tue mir immer nur Gutes, keine Sorge. So. Ja, ganz entspannt sind wir reingerutscht. Und du, bei uns war auch ganz gechillt. Bei der Familie, mit der Familie zusammen. Ganz gemütlich. Oh. Aber war alles gut. Guck mal, hier kommt nochmal Gewehrmunition. Cool. Das ist ja voll lieb von dem Game. Ah, da sind die Biester. Oh, die sind jetzt noch nicht anschießbar. Hm? Hm. Schauen wir mal. Na gut. Da geht noch nichts. Naja. Naja. Dann wechseln wir erstmal. Da bin ich doch jetzt etwas verwirrt. Ja, ja, moin. Ich lese erstmal. Analysebericht Regenerador. Datum 9. April. Es ist soweit. Ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerador. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Das ist ja schön. Datum 10. April. April. 10. April. Ich habe teilweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. Herzlichen Glückwunsch, das haben Sie wirklich toll, haben Sie toll gemacht, dieses eklige, unsterbliche, tödliche Wesen zu erschaffen. Das war ein richtig guter Plan. 13. April. Ich habe der überheblichen Flachpfeife aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, das kennt man ja. Meistens haben die immer alles unter Kontrolle. Datum weiß ich nicht mehr. Das Objekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich, sag ich doch. Ja, das im Griff. Jetzt habe ich mal eine Frage. Damit sind aber nicht die normalen. Oh, der langt jetzt nach mir. Das ist aber scheiße gelaufen und hier ist nicht nachgeladen. Hab ich wieder ein Glück. Oh, das ist aber richtig scheiße gelaufen, Bruder. Habe ich denn noch Munition dafür? Ja. Oh, ich sehe aber richtig ungut aus. Moment. Ich habe ja gar keine Heilung. Ah, doch, da. Aber nicht viel. Ich muss sagen, wir sehen gar nicht so geil aus. Was jetzt Heilung und so angeht, muss ich aber sagen. Das könnte, das könnte besser sein. Okay. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, Moment, ich habe ja gelernt. Ich habe ja gelernt. Warte, und... Ich muss nicht mal mein Messer benutzen. Ist ja Wahnsinn. Ich muss nicht mal mein Messer benutzen. Okay. Irgendwas zum Verbinden? Ja gut, ich kann zwei grüne miteinander verbinden. Ist jetzt besser als nichts, aber vielleicht kommt ja noch was. Wir warten mal erstmal noch. Vielleicht kriegen wir ja noch mehr Zeug. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes. Du kannst doch Ada nicht ins Gesicht sagen, dass sie schlecht aussieht. Wer sagt denn das hier? Habe ich das gesagt? Ey, das ist wunderschön. Schatzi schreibt, brauchst keine Heilung, wenn du dich einfach nicht treffen lässt. Das ist eine gute Weisheit. Ich muss sagen, ich
betitel mich ja selber sehr gerne und auch zu Recht natürlich, völlig zu Recht, immer als Po-Gamer. Ja. Und das sind aber die Tricks, das ist halt die Edge, ne? Also wenn man so eine Legende werden will, das ist halt dann nochmal das Wissen, was dir dann als Po-Gamer fehlt. Diese Knowledge, dass du dich halt nicht treffen lässt. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das ist voll clever. Wenn man nicht getroffen wird, dann kriegt man auch nicht auf die Fresse. Das ist ja voll brillant, würde ich mal sagen. Aber ich will euch noch nicht spoilern. Leute, ich sage ja nichts. Ich muss euch nur schon mal abholen. Ich habe jetzt alle Harry Potter Spiele durchgespielt für den PC. Ich habe es beendet. Andere Leute haben über ihre Feiertage tolle Spiele gespielt. Ich habe alle Harry Potter Spiele beendet. Und darunter auch das letzte, also die letzten beiden. Leute, freut euch auf das, was da kommt. Es wird ein wahres Fest. Mehr kann ich nicht sagen. Also das wird der Hammer. Okay, muss ich nichts machen. Wahrscheinlich wirklich nur nach oben und da ist das Vieh ausgebrochen. Aber irgendwie auf der Rückseite gibt's noch was. Angeblich. Da. Eine Granate? Nee. Hä? Ich sehe da doch ein Schatzi, Schatzi-Watzi. Können wir mal eine abholen, wo das Ding sein soll? Bin ich dumm? Liegt das da in der Kiste und ich sehe es einfach nicht? Ich sehe da nix. Ey, da, jetzt sag mal, wo das ist. Da. Tut mir leid, Leute, aber ich sehe da nichts. Vielleicht ist es weiter oben. Wie schalte ich durch? T? Ah, ist weiter oben. Ja, geil. Es ist ein Stockwerk höher. Kart hat geholfen. Gelfuchs, Elden Ring, All Bosses Hitless. Wann? Ja, das machen wir dann als nächstes, würde ich sagen, hier danach, ne? Wolf Gaming, was ist ein Pro-Gamer? Ein Pro-Gamer ist ein sogenannter Pro-Gamer. Nur Pro-lastiger. Schatzi, der Schatz ist einen Stockwerk höher. Guck mal genau hin. Ja, ich hab's da noch bemerkt. Hat aber gedauert. Irgendwo hier jetzt gleich. Okay, Leute, es geht weiter. Kommt jetzt hier der Typ? Kommt jetzt. Oh. Gehen wir lieber in Schleichenmodus. Anyway, Grüße gehen raus und moin moin. Auch dir ein herzliches Willkommen hier bei unserem kleinen ersten Stream im neuen Jahr gegen die Einsamkeit. Ich hoffe, du bist auch gut gerutscht und ja, moin moin. So. Ich find's immer noch toll, wie er immer wieder zurückgeht, wo er herkam. Hä? Hier kam ich doch nicht her. Oh doch, ja, scheiße. Lol. Ist okay. Gut. Ich dachte jetzt legit, hier geht das weiter. Gut. Aber dann können wir ja zwischenspeichern. Moment, wenn ich schon so weit hochgegangen bin, komm. Dann speichern wir auch. Speichern wir auch. Warum denn nicht? Man muss auch mal speichern. Ja? Man muss auch mal speichern. Wo ist denn der Speichermann? Komm. Ich habe so viel erreicht. Dann kann das nicht... Du findest bestimmt. Ja, ja. Komm. Dann muss er sich also nochmal machen. Ist doch schön. Was nach deinem Geschmack? Ja. Das tun wir. Düb, 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 düdlü. Und runter. Flupp. Okay. Dann müssen wir hier durch und auf der anderen Seite weiter. Ah, das ist ja voll schön. Dann kommt da vielleicht auch... Warte mal, aber hier ist... Ach, deswegen... Oh, da ist noch so ein Subjekt. Ich glaube, um das kümmere ich mich sofort. Ich sag euch das, wie das ist. Das mache ich jetzt gleich weg, weil dann ist es weg. Dann müssen wir das später nicht mehr tun. Oh mein Gott, irgendwas ist passiert. Samira Luna wirft ein Abo in den Fuchsbau. Samira, danke fürs Verschenken. Eines Abos. Habt ihr das gesehen, wie die Anzeige das jetzt anzeigt? Ich krieg mich heute nicht mehr ein. Fuchs, musst du morgen arbeiten? Ja, leider. Ich hatte bis heute Urlaub. Das heißt, heute ist tatsächlich gerade der letzte Urlaubstag. Ich genieße das und lasse ihn mit euch ausklingen. Ist das nicht herrlich? Also morgen, ja, morgen muss morgen wieder arbeiten. Und ich bin ehrlich, ich freue mich überhaupt gar nicht drauf. Bam! Ah doch, ein bisschen freue ich mich schon. Aber nicht so viel. Könnte jetzt auch noch die der erste Schmuckkäfer. Ah, ha, ha, ha. Au. Was machst du beruflich, Fuchs? Ich bin als Wirtschaftsinformatiker das Mädchen für alles, was irgendwas zu tun hat, tätig. Ich glaube, das trifft es ganz gut. So, weil jetzt muss ich wieder überlegen. Moment. Hier geht das weiter. Hier geht das weiter. Oder? Ja. Gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Der andere Schatz ist irgendwie weiter oben.
Okay. Oh, Baby! Hallo! Oh nein! Das fühlt sich gut an! Okay, warte, bitte entspannt bleiben. Gell, Fuchs, er ist Projektmanager und Qualitätskontrolle. Ja, ich bin so ziemlich alles, würde ich sagen. Also auf jeden Fall. Blaufuchs, stell unter Beweis, dass du ein Pro-Boost... Oh, Kurin. Und Spaß, ne? Ich bin ehrlich. Ich mach das, wenn ich das möchte. Ich mag das nicht, wenn man mich die ganze Zeit drängt. Aber Samira, du kannst mal raushauen, was du streamst. Ich weiß ja, dass du auch streamst. Kriegst von mir auf jeden Fall gerne noch einen Shoutout. Aber Kurin und Spaß? Einfach lassen. Ich mag das nicht. Ich mache das, wenn ich das möchte. Und dann ist es gut. Samira, was zockst du denn? Was machst du denn überhaupt? Also ich hab dich auf jeden Fall schon mal gesehen, das weiß ich. Aber gibt's irgendwie ein primäres Genre, was du irgendwie zockst oder so? Zockst du überhaupt oder machst du eher so Kunst? Weil irgendjemand macht auf jeden Fall, ist auch am Künstlern, das weiß ich. Aber ich weiß, ich habe ja mein Problem mit den Nicks, deswegen kann ich mir das nicht so genau merken. Okay, ich wusste es. Ja, dann ist doch gut, Kurin. Dann verstehe ich nicht, warum du das immer wieder machst. Wenn du es doch weißt. Bin schon groß. Hier ist überall Strom. Irgendjemand macht auf jeden Fall Kunst, aber ich will jetzt nichts verwechseln. Deswegen hau mal raus, Samira. Ich dachte, du würdest dieses Jahr da etwas anders rangehen. Kurin, die Sache ist einfach die, ich mache das hier aus reiner Freude und zum Spaß. Und dieses ständige Rumgebooste und Rumgewerbe füreinander. Ich weiß, es ist schön und man hilft sich auch gegenseitig, aber ich mache das hier nur zum Spaß. Und ich möchte nicht die ganze Zeit, vor allen Dingen nicht auf Zwang. Ich haue gerne für Shadrick mal einen Shoutout raus, wenn ich daran denke. Und ich mag ihn auch sehr gerne. Die Leute, die ich kenne und wo ich weiß, was sie machen und so, da mache ich das sehr gerne. Ne? Aber ich möchte das machen für die Leute, die ich kenne, wo ich die Leute auch gerne hinschicken kann. Deswegen gehe ich auch nicht random irgendwie los und raide irgendwelche Leute. Außer zum Beispiel, wir haben mal Bock und gucken mal, wer so Gothic spielt oder so. Dann raidet man da mal rein zur Freude und guckt mal, was das für ein Typ ist oder so. Oder für eine Typin. Kann man machen. Ne? Aber das ändert sich bei mir nicht. Ich mache das hier zum Spaß und nicht, um irgendwie dick Fame zu machen. Und ich will auch gar nicht, dass man sich... Man muss mich auch nicht die ganze Zeit gegenseitig boosten. Also ich freue mich, wenn das passiert, aber ich lege es nicht drauf an. Erstmal ein Stückchen trinken. Prösterchen, meine Lieben. Deswegen. Aber Samira, hau mal raus. Bist du überhaupt noch da? Kannst du noch schreiben? Sag mal, was du treibst. Auf Twitch. Ich shoutoute die auf jeden Fall gerne raus. Ich habe die auf jeden Fall schon mal gesehen. Die Bubble kenne ich. Da. Ich kenne den Nick aber nicht richtig. Samira Luna. Mit Unterstrich. Siehste wohl. Shoutout geht raus. Vini macht Kunst und Samira macht unter anderem Diablo. Ah, und Avestella. Also, wunderbar. Diablo geht immer. Da müssen wir auch nochmal wieder weitermachen. Und Harvestella habe ich jetzt angefangen. Da kann ich eh mal jemanden brauchen, der sich da auskennt. Denn ich kenne mich nicht aus. Aber ich habe auch gerade erst angefangen. Das gefällt mir aber gar nicht. Ich muss sagen, das lief auch schon mal schlechter mit den Biestern, ne? Ich glaube, mit denen habe ich es drauf. So. Da ist der zweite Schmuckkäfer. Okay, Schmuckkäfer-Mission ist damit...
Ada sagt's auch schon. Okay, die ist damit erledigt. Und Leute, ihr ahnt es nicht, aber der Hahn ist gerade am Krähen. Nächstes Mal kommt er mit Animation, ich sag's euch. Wie lange machst du heute noch, Fuchs? Ich mach noch bis 23 Uhr auf jeden Fall. Je nachdem, ich muss mal gucken, wie es aussieht, wie wir dann im Game sind, wenn wir uns vielleicht nahe dem Ende befinden. Kann das sein, dass wir heute zur Feier des Tages noch ein bisschen länger machen und wir es durchziehen oder so. Aber wir müssen mal gucken. Ich weiß, ich kann halt gar nicht einschätzen, wo wir uns gerade befinden, ob wir in einer Stunde dann vielleicht schon uns dem Ende nähern, sodass man vielleicht in einer halben dann durch ist oder so. Aber bis 23 Uhr machen wir auf jeden Fall. Müssen das nicht 3 Schmuckkäfer sein? Nee, Schatz, das waren 2. Da habe ich mal ganz genau aufgepasst. Es sind 2 Stück. Leute, 5 Minuten Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So machen wir das, ne? Oh, warte, jetzt hat Samira noch geantwortet. Ich spiele alles mögliche. Shooter, Indie, Rätsel, IRL wird auch noch gemacht. Sehr, sehr cool. Ja, vielleicht sieht man sich ja mal bei einer Runde. Was machen wir denn so gemeinsam gelegentlich mal? Sea of Thieves. Diablo 4 kommt auch gelegentlich mal vor. Das könnte man auch mal zusammendaddeln. Das wäre auf jeden Fall auch mal witzig. Und jetzt ist ja so ein neues, komisches Horror-Game rausgekommen, was irgendwie alle spielen. Das steht auch mal so auf dem Plan. Mal schauen, wann das vielleicht mal geht. Mario Kart! Ja, nice. Da kannst du aber auf jeden Fall mal Bescheid sagen. Da komme ich gerne mal rein zu einer Runde Mario Kart und lass mich fertig machen. Das kann ich nämlich auch nicht gut. Nee, nicht Hand. Irgend so ein anderes Ding. Frag mich nicht. Das ist ganz neu, hat Pixelgrafik und man ist so ein Wartungsarbeiter oder sowas auf so einer Raumstation und muss dann wegrennen vor so gruseligem Zeug. Ich finde das bestimmt gleich raus und dann sage ich euch das gleich nochmal. Aber gut, Leute. Jetzt machen wir kurz Pause und dann sehen wir uns gleich in entspannten 5 bis 7 Minuten, je nachdem, wie schnell ich bin, wieder, ne? Bis gleich, Leute. Bis gleich.